Okay. Hi Dan, wie geht's? Besser als dir, meine Liebe. Was hast du gegen mich? Nichts Wirksames. Weder, dass du Papas Tochter bist, noch dass du Anfängerin bist, noch dass unser Chef der Meinung ist, dass du Talent hast. Noch dass du Sport hast, noch dass du irre bist, noch dass du unzugänglich bist, rein gar nichts. Warum hilfst du mir nicht, indem du FitzRandall vom Flur weglockst? Weil ich mein halbes Gehalt auf den Kampf heute Abend gewettet habe und bald die Ergebnisse durchkommen. Das ist keine Ausrede. Du brauchst ihn nur für 5 Minuten wegzuschaffen. Tut mir unendlich leid, dass ich dir nicht helfen kann. Ehrlich. Du hast den Kampf verpasst, weil du hier deine Strafe absitzen musst. Kannst du mir das bestätigen? Das ist nicht das Schlimmste. Der Chef hat dafür gesorgt, dass man mir den Zutritt zu allen Stadien, Rundstrecken und Arenen sperrt. Und ich sitze im Abseits. Himmel, ich darf den Kampf am Freitag nicht verpassen. Manny Hammerboy Brown gegen Rico the Italian Stallion Sandretti. Ich würde alles tun, um dort zu sein. Du hast auf einen Kampf gewettet. Erklär mir das mal. Jim Bad Blood Dixon gegen Hellman Pearlboy. Aber keine große Sache im Vergleich zum Kampf am nächsten Freitag. Jetzt was anderes. Was hast du eigentlich verbrochen? Du bist am Zug, meine Liebe. Dein ständiger Mangel an Disziplin hat den Chef zum Kochen gebracht? Der kocht seit Jahren, meinetwegen. Ist sein Grundzustand geworden. Warst du betrunken? Ich trinke nie, meine Liebe. Niemals. Das, ja, war jetzt voll überzeugend. Wenn man einen Schluck nimmt, nachdem er gesagt hat, ich trinke niemals. Ja, das ist ungefähr so... Ja, ich denke mal, euch fallen da hunderte Beispiele ein. Mir gerade gar keins. Ich werde einfach mal weiterreden. Hast du etwas mit der Frau des Chefs angefangen? Diese Hexe? Ich würde eher was mit dir... nein. Es ist mir egal, was du angestellt hast. Faszinierend. Egal, wie lange du noch fragst, du kommst nicht drauf. Und falls doch, würde es dir auch nicht weiterhelfen. Erfriere doch. So, irgendwie muss ich den aber dazu kriegen. Dan erlaubt mir nicht, ihn zu öffnen. Blöde Jan. Aber so komme ich scheinbar nicht dazu. Was haben wir denn hier? Inventar, Hotspots, Hilfe, Aufgaben und Optionen. Was haben wir im Inventar? Ein Presseausweis und Garderobe. Okay. Gut, hilft uns gerade nicht sonderlich. So. Das Theater hilft uns auch nicht. Wir bräuchten theoretisch... Oder? Kennst du die Ergebnisse vom Spiel? Lieber kleiner Roboter, bist du deswegen... Phil, mein Hübsch! Ich werde den Löffel nicht abgeben. So etwas tue ich nicht. Keine gute Wahl. Wenn du den Löffel abgibst, in Ordnung. Aber was, wenn nicht? Naja, lass mal das einfach. Wir reden später weiter. Falls wir vorher nicht den... Ja. Tschüss. Der ist mir echt zu depressiv. So. Hallo, Herr Roboter. Und du, Kleiner? Passt du auf die Treppe auf? Gesperrter Bereich. Einzige berechtigte Person, William A. FitzRandolph. Keine Sorge, da will ich gar nicht hoch. Ich bin sehr höflich, weil ich in einem Mädcheninternat erzogen wurde. Und du? Negativ. Was passiert, wenn ich die Treppe hochgehe? Ich verpasse dir eine. Da oben sind FitzRandalls Gemächer, nicht wahr? Gesperrter Bereich. Es war mir ein Vergnügen. Bis bald. Negativ. So, gehen wir mal zum Flur. So. Miss Allaire, können Sie bestätigen, dass das Lesezimmer renoviert wird?
Bestätigt. Danke. Gerne. War mir ein Vergnügen. Ich würde sagen, ja, sie hat eine gespaltene Persönlichkeit. So. Was für ein Ort, um Bücher liegen zu lassen. Kein Respekt vor der Kultur. Ja, sehe ich genauso. Was haben wir denn sonst noch hier? Eine Weste. Ob die Arbeiter sie vergessen haben? Nehme ich die? Kann ich die nehmen? Komm, nimm sie. Nimm die Weste. Juhu. Falls irgendetwas in den Taschen zu finden war, hat es schon jemand vor mir rausgeholt. So. Riesige Dosen mit weißer Farbe und kleine Fläschchen mit blauem Färbemittel. So. Erinnert mich an Stacy, meinen ersten Babysitter. Nur als Sessel. Okay. So, was passiert denn, wenn ich diese Weste anziehe? Einfach anziehen. Falls irgendetwas in den Taschen zu finden war, hat es schon... Nein. Okay, dann nicht. So. Wieder raus. Da findet die Party statt, aber sie ist fast vorbei. Nach meinem tollen Tanzauftritt vorhin mache ich mich lieber anders lächerlich. Nette Brille. Darf ich die Brille haben? Ja. Könnte Professor Fly gehören. Okay. So, wenn ich jetzt auf die Garderobe klicke. Egal, wie lange ich es aufnehme, das bringt mir keine Schlagzeilen. Ich sehe das Teil auch so gut genug. Okay. Gut, das hilft mir gerade gar nicht. Irgendwie müssen wir ihn überreden, laut Typ, der da irgendwas erzählt hat. Nur wie? Ich kriege ihn noch dazu, FitzRandolph wegzulocken. Wie denn? Nein, der sieht ohne meine Hilfe schon verkleidet genug aus. Nein, der sieht... Hi, Dan. Thema, Boxkampf. Subjekt, Dan Murray. Frage. Wer prügelt sich nochmal am Freitag in Unterhosen? Manny Hammerboy Brown gegen Rico, die Weltmeist... Jetzt. Prost. Die Hilfe noch nicht benutzen. Aber irgendwie müssen wir den dazu kriegen, den einen Typen aus der Villa zu locken. Zumindest davon im Gang weg. Ja, komm, hier rein. So. Kennt der den alles in Ordnung? Haben Sie Karten für den Kampf Hammer schieß mich tot gegen, was weiß ich, Sandretti? Ich bin stolz darauf sagen zu können, nein, habe ich nicht. Ich habe Zutrittsverbot zu jedweder Veranstaltung der Familie Sandretti, seit ich deren Mafia-Aktivitäten angeprangert habe. Es wäre schön, wenn Sie nach New York zurückkehren würden und uns in Ruhe ließen. Okay. Es macht mich traurig, Sie hier so alleine sitzen zu sehen. Ich würde mich glücklicher fühlen, wenn ich sie im Bett wüsste.
Meine Dame, wenn es Sie glücklich macht, wird es mir ein Vergnügen sein, mein Bett mit Ihnen zu teilen. Oh, nein, nein, danke. Ich bin nicht müde. Viel besser so, finden Sie nicht? Ich bin auch hellwach. Ach, vergessen Sie das mit dem Bett. Ich kriege Sie schon auf andere Weise. Verwirrend. Sie bricht wirklich mit allen gesellschaftlichen Konventionen. Ich mach mal die Runde. So. Viel Spaß, junge Dame. Also, der hat keine Karten, kann mir nicht weiterhelfen. Hast du vielleicht Karten für den Kampf? Na, Kleiner, ich hab ja nichts gegen deinen Bruder dagegenüber, aber der Hübsche in der Familie bist ja wohl du, oder? Gesperrter Bereich. Einzige berechtigte Person. Ich sehe schon. Füll die Pausen, ja? Und los! Ihre Mutter bat sie, ihrer Oma einen Korb zu bringen, aber sie sollte vorsichtig sein, denn dort lebte... Gesperrter Bereich! Ein großer, gefährlicher Wolf und... Negativ! Und so betrat sie den... Gesperrter Bereich! Der Oma. Und es hätte ein verheerendes Ende genommen... Negativ! Wenn ein Holzfäller dem Wolf nicht gesagt hätte... Ich verpasse dir eine! Es war mir ein Vergnügen. Bis bald. Negativ. Spiel mal einfach mal ein bisschen mit den Sachen rum. Na, Kleiner, und wenn ich dir das hier schenke? Negativ. Okay. Na, Kleiner, willst du... Negativ. Na, Kleiner, wenn ich dir einen Presseausweis zeige, um zur Treppe nach oben zu kommen, antwortest du mir bestimmt negativ. Nein, ich möchte den Rest des Bandes lieber für Big Orberts Geständnis nutzen. Okay. So, gucken wir mal, ob da irgendwelche Hotspots sind. So. Nicht wirklich. Gut. Dann gucken wir uns hier mal die Hotspots an. So, ui. Hier ist auch nichts mehr. Nö. Alles klar. Der Park. Entschuldigung. Phil, mein... Das konnte ich leider nicht mehr rechtzeitig unterdrücken. Erzähl mir was Lust... Nein. Der Konversationschip ist defekt. Er hat nur einen Tag funktioniert. Oh, flüchtiges, trügerisches Glück. Gut. Naja. Falls wir... Glaube ich jetzt nicht. Ich habe schon jetzt keine Ahnung, was zum Henker ich machen soll. Ich weiß zwar, wie ich den überreden kann, aber ich weiß nicht, wie ich an die Karten komme. Das ist doch zum Mäusemelken. Okay, gut. Komm, gucken wir mal, ob die Hilfe wirklich helfen kann. Mal sehen, ob ich mich erinnern kann. Ja. Ich glaube, Liz besuchte auch einen anderen Ort, der an den Flur angrenzte. Welcher war es noch? Ja. Soweit war mir das bewusst. Nur ich kann das Zeug ja irgendwie nicht wirklich anziehen. Oh. Okay. Hi, Edgar. Was machst du denn am Fenster? Wolltest du nicht gehen? Manchmal gehe ich, manchmal komme ich. Was machst du am Fenster? Soll ich die Jacke wieder für dich aufbewahren? Ach, das lohnt nicht, danke. Was machst du nochmal am Fenster? Ich probe. Hey, spielst du in einem Film mit? Nein, leider nicht. Ich probe nur so. Bei meinem Aussehen glaubt niemand, dass ich vor der Kamera ein richtiges Monster abgebe. Oh,
Arbeitsloser Schauspieler. Garderobe. Verbindungspunkte. Lässt man dich denn kein Monster spielen? Nein, mit meinem Aussehen mache ich niemandem Angst. Sie lassen mich nicht mal was vorspielen. Sie sehen mich an und schicken mich nach Hause. Das ist aber gemein. Ich würde dich direkt nehmen. Seit wann arbeitest du für Fitz Randolph? Seit ungefähr einem Monat. Er bezahlt gut und ist sehr umgänglich. Welche Art Arbeit machst du in der Villa? Von allem etwas. Vor allem Wartungsarbeiten, aber ich stehe zu allem bereit. Kann Fitz Randolph dich nicht empfehlen? Nein, nein. Das würde seine Neutralität in Frage stellen. Er gibt seinen Produzenten und Regisseuren völlige Freiheit und mischt sich niemals in Castings ein. Hast du schon als Kind so originell ausgesehen? Ja, vom ersten Tag an. Dabei wurde ich an einem wunderschönen, völlig normalen Ort geboren. Von typischen Bauernhoftierchen umgeben. Warum ich so merkwürdig zur Welt gekommen bin? Wer weiß. Die Natur ist halt launisch. Thema erledigt. Fahren wir fort. Ich mag Bücher. Wem gehört das da auf dem Tisch? Das ist meins. Für Autogramme. Alle Persönlichkeiten auf der Party haben unterschrieben. Alle. Außer Hammerboy Brown. 20, 12, 1, 4. Ich verstehe dich nicht. Warum hast du das gesagt? Um mich zu beruhigen. Großes Indianer-Ehrenwort. Üb schon mal. Ich schaue zu. Mache ich. Ab jetzt wird er ständig proben, der Arme. Oh, der tut mir irgendwie ein bisschen leid. Ich will keine Autogramme. Das Autogrammbuch gehört Edgar. Das ist Blue Harrelson, Hauptfigur von Vulcan Flash und der Angriff der Killertomaten, der spurlos verschwunden ist. Moment mal, Edgar? Du bist Vulcan Flash. Ha, der wäre ich gern. Ehrlich, man könnte euch für Zwillinge halten. Blau, merkwürdige Augen, die Klamotten, unmöglich. Ich danke dir, aber nein. Vielleicht tat sie es aus Großzügigkeit. Vielleicht aus Hartnäckigkeit. Oder ganz einfach, weil ihr danach war. Tatsache ist, dass Liz in jener Nacht beschloss, dass sie Edgar in den künftigen Vulcan Flash verwandeln würde. Dazu formte ihr eigenwilliger Geist die Vorstellung eines perfekten Alien-Looks, der sie alle Dinge hinzufügte, die sie zum Verwirklichen ihres selbstlosen Vorhabens brauchte. So, das ist einfach. So, die ja, Pille. Genau. Das Ergebnis ist umwerfend alienmäßig. Einverstanden. Es sieht nicht genau wie auf dem Poster aus, aber doch ähnlich genug. So. Nein, die gebe ich ihm erst, wenn alles für den Alien-Look da ist. Was brauche ich denn noch? Kein Ticket, kein Mantel. Der braucht irgendwie noch eine Hose und eine Laserkanone, nicht wahr? So. Erzählt ihr mir eigentlich noch irgendwas? Das ist mein Edgar. Hammerboy Brown. Kurzbeschreibung und Profil. Mensch, weißt du nicht, wer Hammerboy Brown ist? Der Weltmeister im Federgewicht. Klingt gut. Federgewicht. Der Glückliche. Ist das eine Diät? Boxen. Ach, der Arme. Siehst du meine Jacke? Das ist seine. Das war seine. Er ließ sie hier liegen, als er auf die Party kam und ich bat ihn, Manny, komm, ein Autogramm. Und er fauchte mich an. Verzieh dich, Elfe. Bald darauf zog er betrunken mit einem Mädchen ab. Ohne an die Jacke zu denken. Du hast sie doch schon gesehen. Die Erschaffung des neuen Vulcan Flash. Reportage von Liz Allaire. Was ist mit Blue Harrelson, dem ursprünglichen Vulcan, passiert? Das weiß keiner. Man hatte für eine Szene von Vulcan Flash und der Angriff der Killertomaten ein Raumschiff gemietet. Blue Harrelson trat ein und kam nicht wieder raus. Am nächsten Tag war auch das Raumschiff verschwunden. Und die Requisite kann sich nicht erinnern, wo sie es gemietet haben.
Ich bin überzeugt, du könntest der neue Vulcan Flash werden. Nein, Liz. Ich schaffe es nicht mal als Erdlingsmonster. Und das ist mein Spezialgebiet. Mache ich. So, kann ich mir das irgendwie. Klar, Vulcan ist Edgar unglaublich ähnlich. Okay, wir bräuchten also diese komische Hose. Und. Ja. Lesezimmer. So, was haben wir hier noch? Regale. Im Grunde genommen nichts mehr, was uns weiterbringen würde. So. Ich kann nicht hingehen, solange Fitz. Ach so, ja. Ich brauche noch irgendetwas. Hi, Dad.